Ja, dann nutze ich das Intro mal zum Erklären von, was hier eigentlich abgeht. Erstmal hallo und willkommen. Das hier ist Folge 0 von einer Extreme Nuzlocke. Wir spielen nämlich den Divine Sword. Es macht das Spiel einfach nur schwerer. Es randomized nichts. Es macht so einiges mit dem Spiel. Joa. Ich habe mir ein paar Regeln noch überlegt und ein paar Hilfsmittel werde ich mir zur Verfügung stellen, damit es als Zuschauer angenehmer ist. Also, wir werden das wie eine Nuzlocke spielen. Heißt, erstes Pokémon aus der Route wird gefangen. Es zählen nur Encounter, die random im Gras waren, also keine, die wir schon sehen konnten, die rumgelaufen sind. Shinies darf man immer fangen. Wir haben Dupes Claws. Ich darf ein Dupe neu rollen, wenn ich möchte. Sprich, wenn ich einmal einen Carpador angle und dann irgendwo anders noch eins, kann ich sagen, behalte ich, weil Gyarados geil ist. Oder ich kann sagen, behalte ich nicht, weil ich habe schon 20 Wasser-Pokémon in der Box. Des Weiteren, vor jedem Arena-Leiter. Und damit meine ich vor jedem Arena-Leiter. Ich muss vor dem stehen, beziehungsweise im Raum vorm Arena-Leiter stehen. Darf ich mein Team auf Maximallevel minus 5 aufleveln, falls die noch nicht das Level erreicht haben. Ich werde das für den jeweiligen Arena-Leiter immer sagen. Es schließt aber nicht aus, dass ich ein Pokémon habe, was auf dem Level vom Arena-Leiter ist. Ich darf nur nicht drüber sein. Aber wenn ich die Pokémon auflevel, dann nur auf Max-Level minus 5. Ich nehme jeden Trainer mit. Jeden Trainer auf jeder Route in der Naturzone ignoriere ich, weil die sind random. Ja, in der Pokémon-Liga ist Mary die letzte Instanz, wo ich auf minus 5 leveln darf. Danach geht nicht mehr. Das heißt, ab Mary die Top 4 plus Endynalos plus Champ muss ich so hinbekommen. Postgame auch. Ja, was gibt's sonst noch? Keine X-Items. X-Items gibt es nicht. Benutze ich nicht. Folge 0, ich habe alles erklärt. Und ich zeige euch jetzt mal anschließend die Starter. So, fangen wir mit Chimpep an. Es ist Giga Dynamax Chimpep, ne? Es hat ein zartes Wesen. Spezialverteidigung erhöht, Verteidigung erniedrigt. Ist nicht das Schlechteste, ist aber auch nicht das Feinste. Graserzeuger. Also Pflanzenattacken werden geboostet und wir heilen uns ein bisschen. Und wenn wir später Grasrutsche lernen würden, hätten wir einen Priority Move. Wäre auch nicht schlecht. Katze Heuler, keine Bänder. So, dann schauen wir uns jetzt Hoplo an. Auch Giga Dynamax mit Libero. Also, egal welchen Typen wir einsetzen, wir werden zu dem Typen. Easy. Wir setzen Stromschuss ein, wir werden Typ Elektro. Wir setzen, aus welchem Grund auch immer wir das haben sollten, Aquaknarre ein, wir werden zum Wassertypen. So verhält sich Libero. Verteidigung geboostet, Spezialangriff dafür gesenkt. Das ist das perfekte Nuzlocke-Wesen für Hoplo. Ohne Scheiß, mehr Bulk zu haben, ist sau nice in einer Nuzlocke. Tackler Heuler, pfiffig, auch keine Bänder. Auch Giga Dynamax. Es hat nicht die versteckte Fähigkeit, es hat Sturzbach. Interesting. Spezialangriff minus. Ganz ehrlich, ein Scheißwesen. Spezialverteidigung hoch. Das ist wiederum okay, aber Spezialangriff runter? Weiß ich ja nicht. Und sonst auch nichts Besonderes dran. So, ihr habt jetzt die Wahl. Ihr könnt in den Kommentaren, in der Abstimmung, auf meinem Discord aussuchen, welchen Starter wir nehmen. Und benutzt bitte die Kommentarfunktion und lasst mal auch Spitznamensvorschläge da. Kommentar mit den meisten Daumen hoch kriegt dann auch die Zustimmung von mir. Es sei denn, ihr wollt mein Pokémon Karen nennen. Oder Kevin. Oder Rick Astley. Ja.
Ich wollte irgendwas sagen, mir fiel aber nichts ein. Okay, dann wir sehen uns dann, wenn die erste Folge hochgeladen wird. Join auf jeden Fall im Discord, da gebe ich einen Tag vorher Bescheid ungefähr. Irgendwelche letzten Worte von dir? Das Yamete Kudasai schneide ich raus vom Controller. Also irgendwie wäre das schon ein Chant-Move, wenn das aber drin ist.